So, liebe Leute, es ist soweit. Endlich wieder eine neue Folge Transfergedöns. Hervorragend, oder? Da habt ihr bestimmt jetzt richtig Bock drauf. ja. Ich bin zurück von meinem Wochenendtrip, sonst hätte es die neue Folge auch schon längst gegeben, aber ich kam weder zum Aufnehmen noch zum irgendwas machen, deswegen ging das erst jetzt. BZW geht das erst jetzt. Und jetzt muss ich ganz kurz gucken, was hier gerade abgeht. Haben wir gerade irgendwas hier am Starte. Genau, ihn hier haben wir geholt und Elliot haben wir auch wieder geholt. Das heißt, wir hätten vielleicht höchstens noch, wir haben halt noch sau viel Geld, richtig? Ja, richtig. Das ist noch wirklich viel. Das ist wirklich viel Cash. Und ich hätte noch gerne was für den rechten Flügel, beziehungsweise generell für die, ne? Außen, Bahn, Mittelfeld, Position. Und da haben wir ja auch schon hier was gemacht. Ja, genau, Moreno Kerk hatten wir ja überlegt. Ja, richtig, richtig. Und wie gesagt, das Geld ist, glaube ich, eher so nicht das Thema. Machen wir mal ein bisschen weiter. Wir haben ja, ach ja, ist unter Wert. Ein bisschen unter Wert. Ach ja, komm. Vielen Dank, lieber Herr Leverenz, für deine Dienste. Es hat nicht sollen sein. Es hat nicht gepasst. Leihangebot für Bell. Ja, das ist doch hervorragend. Auf geht's. Werden wir mal ein bisschen hier den Kader verkleinern. Das ist ganz gut. Das ist nicht gut. Den brauchen wir nämlich. Sein Marktwert liegt schon zwischen 17 und 25 Millionen. Das ist ja unfassbar. How about no? Krass. Ja, die Freigabesumme, die ist natürlich auch heftig. Die haben wir ganz gut verhandelt. Roberts ausgeliehen. Leverenz verkauft. Super. Transferangebot für Kaka. Nee, der Kaka hat sich auch eine Erstligasaison verdient. Später vielleicht mal. Aber noch hätte ich den gerne. Jetzt können wir hier mal gucken, ob es hier was Neues gibt. Ganz Neues. 4 Tage noch, okay. Ja, das wäre natürlich schon echt nice hier, der Typ. Der wird jetzt noch weiter gescoutet. Und dann schauen wir mal. Bell ausgeliehen. Leihangebot für Giordano. Ja, das ist doch hervorragend. Der hätte nämlich garantiert überhaupt nicht gespielt. Und jetzt haben wir auch noch das hier. Ah, und das ist sogar der letzte. So, schauen wir mal. Das war nämlich sehr erfolgreich in Portugal, was uns da angeboten wurde. Aber dieses Mal hält sich's in Grenzen. Ist aber auch okay. Wir haben nämlich so viel, gerade in der Jugend. Eieieiei. Das hört ja alles nicht auf. Und hier und hier und hier und hier. Okay, hält sich in Grenzen. Ja. Ah, und ich muss sie jetzt auch direkt wieder wegschicken. Ach so, weil Abreu da dabei war. Ich verstehe. Nehmen wir denn da? Haben wir doch einen Torwart, den wir trainieren könnten? Beide auch schon 17, gell? Nehmen wir mal ihn hier. Warum nicht? Und alles simulieren. Badiashile verbessert sich direkt. Top. Ich schätze mal. Transferangebot für Hein. Ja, hervorragend. Schönen Kader verjüngen. Falls das überhaupt noch nötig ist. Hep, hep, hep. So, bist du jetzt fertig gescoutet? Ein Tag noch. Ich raste aus. Los geht's. Und Leihangebot für Casa Day ist auch da. Viel Spaß, wo auch immer.
So, 69 hat er schon. Okay. Ja. Da er Linksfuß ist, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass er auch, ne, auf der linken Seite spielen kann. Vielleicht kann man das jetzt hier nochmal genauer einsehen. Kann man nicht. MRF, doch, da kann man es. Arbeitsrate, Angriff hoch. Halleluja. Und Abschluss ist auch schon richtig gut. Und die Freistoßpräzision ist auch richtig gut. Okay, der wird geholt. Nein! Leihen können wir ihn vielleicht. Ein Ja. Okay, da sind sie dabei. Gehalt. Ja, das ist jetzt auch nicht so das Thema. Okay, jetzt haben wir ihn, oder was? Naja. Nicht die Lösung, die ich mir erwünscht habe. Aber halt einfach eine Alternative. Wir verkaufen Kager nicht. Versteht es bitte. Es wird nicht geschehen. Naja, dann haben wir zwar jetzt einen, aber das ist ja dann auch irgendwie, ne? Das ist ja irgendwie nicht so Sinn der Sache. Der kann nichts außer rennen, oder was? Und vor allem bräuchten wir eher was für die rechte Seite. Er ist auch richtig schnell auf jeden Fall. Ja, bei Huddersfield müssen wir gar nicht erst nachfragen. Oder wir schmeißen halt Hall auf links. Sieht eigentlich auch ganz okay aus. Schauen wir mal, ob der links und rechts spielen kann, weil das wäre schon wünschenswert auf jeden Fall, dass er das kann. Kann auch im Sturm spielen. Das war ganz schön teuer, der Typ. Naja. Was macht dann eigentlich Öztunali? Oh cool, es gibt keinen. Ö. Spielt bei Cruzeiro. Eieiei. Der war nämlich in FIFA immer brutal stark. 30 Tage. Okay, erstmal ausrasten. Jesus. Estunali spielt in Brasilien. Warum nicht? Haben wir schon geguckt, ne? So, hier einfach mal nach rechten Mittelfeldspielern. Ich bin halt nicht so der Typ, der einfach drauf loskauft, wisst ihr? Ich möchte schon irgendwie da was Sinnvolles machen. Deswegen James Forrest. Wäre das natürlich schon ganz gut. Die Freigabesummen, Alter. Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Da habe ich auf jeden Fall schon geguckt. Marcel Risse. Gucken wir einfach mal nach. Boah, ist der teuer. Krass. Yo. Auch nicht schlecht. Gucken wir auch mal nach.
Weil wir brauchen schon was, was auch gut schießen kann. Ne? Risse haben wir jetzt geguckt. Kannst du was? Roberto Massimo, können wir auch mal schauen, was es da so gibt. Ja, das ist halt irgendwie, ne? Wieso hat denn der so viel? Wieso hat denn der 71? Aber auch nicht gerechtfertigt. Kann man aber auch mal sich anschauen, weil er relativ billig ist. Komm, schauen wir uns auch mal an. Transferphase geht ja noch ein bisschen, das ist das Gute daran. Und haben wir jetzt eigentlich den Leihspieler da von Hoffenheim? Haben wir nicht. Und wir haben immer noch richtig viele Spieler hier rumsitzen. Und Bela kann natürlich auch rechts spielen, ja, ist klar. Aber einfach so ein bisschen, wisst ihr, Grund. Stock, wenn ihr wisst, was ich meine. Das ist nur die Frage, wie wir das hier lösen. Wir lösen es so. Boah, Hughes könnte halt schon Salah ablösen diese Saison, ne? Müssen wir mal schauen, wie die beiden so spielen. Da bin ich echt gespannt. Casa Dei abgelehnt. Leihangebot für Al-Rahman. Ich glaube, das wird nicht geschehen. Schade, dass Casa Dei nicht verliehen wird. Die Laien klappen generell überraschend gut. Das ist so bestimmt nicht richtig. Moreno Kerk ist da. Okay. Dann haben wir immerhin schon mal das. Unsere Jobsicherheit sinkt gerade ein bisschen. Müssen wir auch mal gucken. Nachwuchsentwicklung. Okay. Ja, gut. Das Ziel hier unten müssen wir diese Saison tatsächlich schaffen. Oh nein, hier, das da. Krass. Okay. Ja. Ja. Okay. Und 20 Millionen gewinnen. Das ist relativ ambitionistisch. Aber okay, werden wir schon schaffen. Notfalls könnten wir dieses Gehalt hier und das Transferbudget A in den Winter stecken und uns dann da geile Spieler im Winter kaufen für die übernächste Saison. Und mit geilen Spielern meine ich mit dem Geld, was wir hier haben, da kannst du schon echt die Weltklasse-Jungs holen. Wenn wir mal gucken, stell dich mal vor, die sind ablösefrei zu kriegen. Guck mal. Damit kriegst du Jungs. Damit kriegst du die richtig guten. Das ist er. So, also haben wir jetzt auch was für die rechte Seite. Aber das ist so ein Jungspund, gell? Das heißt, der hat die Hose in der Buchse. Darf ich den bearbeiten? Weil das mag ich überhaupt nicht. Moreno Kerk. Da. Na komm, was soll's. Komm, und der kriegt mal Handschuhe. Er kriegt mal blaue Handschuhe, ha? Oder er kriegt gelbe Handschuhe. Das ist doch mal was sehr Individuelles. So. Oh, hoppala. Ich wollte noch kurz gucken, was mit dem Torwartboy ist. 72, 94. 72 und 94. Oh Mann. Das ist echt eine schwere Entscheidung. Und wir haben ja auch noch den Abreu, der in der Weltgeschichte unterwegs ist. Aber ich glaube, ich würde ihn mal ersetzen, allein weil er hier schon mehr hat. Nachteil beim Herrn Kutrov ist leider, er ist tatsächlich kleiner. 6 cm. Und die können schon. Die können schon entscheidend sein, tatsächlich. So, schauen wir mal, was es jetzt noch so weiterhin gibt. Weil so viele Optionen haben wir gerade gar nicht. Das ist natürlich hervorragend. Hein verhandelt immer noch mit Nottingham.
Stein verkauft. Alles klar. Ach ja, schön war's mit dir, Hein. Aiden Allen kann wieder ausgeliehen werden. Da haben wir echt ganz gut jetzt die Jungs, ne? Verschickt. Sozusagen. Das Scouting dauert natürlich Ewigkeiten. André Hahn. Stimmt. Wäre echt eine Option. Haku Richter. Ja. Überzeugt mich, glaube ich, dann doch nicht so ganz. Hahn. Und der ist auch ziemlich billig. Ich glaube. So, es geht ab. Ui. Oh, hoppala, Herr Kager. Ja, krass. Okay, 4 Monate lang kein Nico Kager. Das ist ziemlich heftig. Das ist ziemlich heftig. Aha. Wer bist du? Echo. Naja, weiß ich nicht. Überzeugt mich nicht. Jobsicherheit sinkt weiterhin. Aha, und hier ist es sogar gestiegen. Okay, dann wird Kutrov auf jeden Fall hochgezogen. Das ist ja dann ganz klar. Oh, der wird auch so gut. Das ist ja furchtbar hier. Und was willst du noch, Andreas Meyer? Ja. Das ist natürlich jetzt krass für Kager. Das ist wirklich schade. Badiashile verbessert sich schon wieder und ist jetzt so gut wie Weber. Hört, hört. Da haben wir dann schönen Konkurrenzkampf auf jeden Fall. Aber Weber wird schon anfangen. Der darf die ersten Spiele jetzt machen. Oder zumindest das erste Spiel. Was ja dann tatsächlich schon bald ist. Wow. Ich würde noch gerne wissen, wie es mit Öztunali aussieht. Falls er hier dabei ist. Ist er wahrscheinlich nicht, ne? Sieht auch schon gut aus. Was macht denn der Abschluss? Ah. Schauen wir mal nach. Bin ich mal gespannt. Wo ist er denn da dabei? Hier oder was? Nee. Ah, nee. Habe ich ihn denn schon auf die Transferzentrale gehauen? Natürlich nicht. Hab ich schlau gemacht. Hast du Nali? Dauert noch 20 Tage. Hat der echt so einen geringen Abschluss? Der war nämlich wirklich richtig gut. Ja, dann wird's wahrscheinlich André Hahn, hä? Wo ist er denn jetzt hin? So was Blödes. Bist du hier in dem Haufen dabei? Hier ist er dabei. Okay, in 4 Tagen ist das Scouting abgeschlossen. Dann schauen wir da nochmal. Al-Habasch verkauft. Krass. Hier ist ja richtig Fluktuation im Kader. Geht unser Plan ganz gut auf. Aber wir haben auch so viele. Transferangebot für Bela, der muss bleiben. Jetzt ist André Hahn fertig. Und Leihangebot für Mason. Abfahrt. Ah, und Hiller verhandelt schon wieder. Oh nein!
Ja, das ist schon einfach ein starker Torwart für das, was er kostet. Kann man nicht anders sagen. Ja. Der wird jetzt geholt. Schaut mal, der Abschluss ist halt überragend. Der kann auch gut rennen. Ist nicht besonders schnell, aber hat Ausdauer. Das mache ich jetzt. Und dann haben wir zwar ein bisschen Überangebot. Aber den Leihspieler müssen wir ja nicht unbedingt spielen lassen. Sagen wir es mal so rum. Dann habe ich richtig Bock, gestärkt in die neue Saison zu gehen. Transfersumme anbieten. Das ist er wert. Dann bieten wir doch einfach mal ein bisschen was über Wert. Das nehmen sie bestimmt an. So ist fein. Und jetzt können wir ihn auch. Kannst du nicht auch gute Freistöße schießen? Nein, kannst du nicht. Verhandeln. Gehalt will er wahrscheinlich ordentlich. Okay. Du bist natürlich. Ja, mit der Qualität ist er schon. Ist er natürlich schon krass gut. Jo, 2 Jahre bin ich dabei. Ist ja auch schon 29. Ah, nee, brauchen wir nicht. Oder willst du sie haben? Nein, willst du nicht. Reichen dir 10? Oh nein! Ja, krass. Ja, was? Alter. Erstmal ausrasten, oder was? Das darf ja nicht wahr sein. Freigabesumme schon wieder. Und Leihangebot für Shen. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Larry White ist weg. Oh, das ärgert mich jetzt richtig. Verdammt. Ich hätte nicht gedacht, dass Hiller ist weg. Junge, 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 Junge. Das heißt, oh Mann. Oh Mann, und Mason ist jetzt auch weg und Abreu ist auch weg. Können wir die Leihe beenden? Geht das? Ausleihe abbrechen. Hier, wir werden die Ausleihe abbrechen. Ja. Wir brauchen ihn. Oh, das hat ihm einen Pluspunkt gegeben. Puh. Ja, dann wird Abreu unser neuer Torwart werden. Krass. Der Bestand an original 1860 Spielern schrumpft. Verehrte Freunde, ich habe vergessen, die Jugendleute wegzuschicken. Verflucht. So was Blödes. Nehmen wir mal einen Franzosen. Ich habe gehört, die sind gut im Verteidigen. einen Schweden. Und was nehmen wir noch? Ah, mal in Tschechien, hä? So. Puh, das ist echt ärgerlich jetzt. Ach, so was Blödes, Mann. Können wir nochmal mit ihm verhandeln? Oder war das jetzt das letzte Wort? Keine Aktion verfügbar. Der stellt sich aber auch an, ey. Also das ist schon ein bisschen überzogen, die Reaktion. Als ob das jetzt so ein schlechtes Angebot gewesen wäre. So was Ärgerliches. Björn Meier. Krass, dass dich jemand haben möchte. Abfahrt. Shen ausgeliehen. Cool. Felix Weber bleibt bitte da. Gebot ablehnen.
Ich presche hier so durch die ganzen Angebote, die wir kriegen. Gute Arbeit. Aha. Die langfristige Erhöhung unserer Dauerkartenanzahl über drei Saisons um mindestens 10. Bitte holen Sie mehr als 10 neue Dauerkartenbesitzer. Ja, das ist doch, das ist möglich in der Tat. Jetzt sind die Jungs hier fertig, oder was? Okay. Marcel Risse ist natürlich gar nicht mal so schlecht. Verflucht! Roberto Massimo. Ist auch gut. Und Barkok. Gut, dann wird's Massimo. Aber das ist so ärgerlich, Mann, mit dem André Hain jetzt. Was soll das denn? Was für eine übertriebene Reaktion. Er kriegt mehr Gehalt und sagt trotzdem, nee, das ist so indiskutabel, da gehe ich direkt. Ich glaube, es hackt, Alter. Oh. Und jetzt habe ich vergessen, den Kutrov da wieder rauszunehmen. Also, das ist doch alles Kacke. Was will. Ach, Barcelona wollte ihn haben, tatsächlich. Welche Ehre. Er bleibt. Ich war doch noch gar nicht fertig. Tut mir leid, dass die Folge so hektisch ist. So, jetzt dürfen wir nochmal. Oder was? Nochmal, gut. Meine Güte. Versuch Nummer 2. Wir haben 3,5 geboten. Das fandest du richtig gut. Schwupps. Haben wir das. Warte mal. Erstes Gehalt. Wow. Okay, dann machen wir das jetzt mal ganz vorsichtig. Und maximal kriegt er, keine Ahnung, er verdient gerade nur 9. Was sind denn das für abartige Forderungen, die der Typ hat? Ja, komm, was soll's. Der wird ja wohl keine 30 wollen. Also natürlich will er 30, aber ne? Wird nicht passieren. Mal schauen, was jetzt passiert. Ich traue mich da nicht dran. Meier verkauft tatsächlich. Krass. Und Mainz 05 will Josh Earl haben. Da bin ich ja schon fast in Versuchung. Weil Earl ist richtig gut und wir haben noch Al-Rahman, der ja eigentlich Linksverteidiger ist. Wisst ihr was, Freunde? Ich glaube, ich mache das. So gern ich Earl mag. Aber wir haben jetzt Badiashile. Ich schaue noch mal ganz kurz nach. Andreas Meyer kann auch weg. Krass. Die kaufen ja richtig gut hier ein. Die anderen Vereine. Das ist eigentlich relativ ungewöhnlich. Al-Rahman ist auch besser, was das angeht. Und wir haben halt in der Innenverteidigung. Boah, krass. Kader ist ja richtig geschrumpft jetzt. Als am Verscherbeln. Ja, gut. Dann muss ich es tatsächlich abnehmen, weil wir nur zwei Linksverteidiger haben. Sorry. Sorry, liebe Mainzer, das geht nicht. Das können wir uns nicht leisten. Das geht. Hahn hat angenommen für 25.000. Was tut man nicht alles, um glücklich zu sein? So, haben wir jetzt auch mal einen Namen gekauft, hä? Kommt natürlich auch direkt mit. André Hahn, jawollo. Super. Okay. Meine Güte. Und jetzt ist tatsächlich schon fast Game Week. Es ist Game Week. Schaut mal. Nice.
Freunde, das heißt, wir können tatsächlich loslegen. Scout-Abschlussbericht zu Levin Öztunali. Ja, wow. Aber jetzt haben wir den André Hahn. St. Gallen, aha. Meier bleibt. Belka hier vielleicht nicht. Und Koizumi meckert rum, weil er gerne in die erste Elf möchte. Das allererste Bundesligaspiel für 1860 seit sehr, sehr langer Zeit. Wann sind die nochmal abgestiegen? Ist schon ein bisschen her, gell? Da war ich noch ein Kind, als die abgestiegen sind, glaube ich. Wann sind sie abgestiegen? Ist schon ein bisschen her, bestimmt. Ich kann mich gerade nicht wirklich dran erinnern. Muss ich jetzt ganz kurz nachgucken. Das dauert echt lange hier. 2000, was? 4. 2004 sind sie abgestiegen, okay. Ja, gut. Ja, doch, da war ich noch relativ jung. Alles klar. Wir haben die Saison so weit vorbereitet, dass wir jetzt endlich starten können in der Bundesliga. Und es geht auch noch direkt gegen Mainz 05. Ich glaube, es hackt. Sergio Ramos bei Monaco. Eieieiei. Krass. Und hier so Top-Transfers: Keita, Rodri, Kovacic. Da ist ja echt richtig Programm. Oh, und wir haben das Sonntagsspiel. Das heißt, es ging schon hier größtenteils los, oder was? Nicht. Was ist das für ein weirder Spielplan? 23. Na, okay, doch, macht Sinn. Drei Spiele am Sonntag. Buh, DFL. Buh. Nicht cool. Ja, und die Großen haben direkt gewonnen, hä? Hamburg hat mit 4:0 verloren. Hervorragend. Alles klar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich habe richtig Bock. Und wir sehen uns dann beim ersten Bundesligaspiel wieder. Macht's gut, liebe Leute. Tschüssli.